Die fünf Siegerinnen der Regionen Basel, St. Gallen, Luzern, Zürich und Bern trafen sich diesen Samstag in Zürich zum nationalen Finale um die Würde der idealen jungen Schweizer Frau 1967. Ganz im Gegensatz zu üblichen Misswahlen kam es hier eher auf verborgene Qualitäten an. So musste in 3 Viertelstunden ein Puppenkleidchen genäht werden. Eine halbe Stunde stand zur Verfügung, um Ergschnetzlets zuzubereiten, wobei es freigestellt war, ein Berner, Luzerner oder gar Zürcher Gschnetzlets zu kochen. Hausfrauliches Talent wurde ganz groß geschrieben und die Siegerinnen der einzelnen Regionen bemühten sich eifrig um den begehrten Titel der idealen jungen Schweizer Frau. Sie waren schließlich jene 5 Schweizer Frauen, die dank ihrer idealen Qualitäten über 1000 Mitbewerberinnen überflügelt hatten. Alle 5 hofften, wenn auch nur im Geheimen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Wo haben Sie die Schere gefunden? Die dritte Disziplin bestand im Zusammenstellen eines Blumenarrangements. Für die letzte Prüfung zeichnete Hans Gmür verantwortlich, indem er neben einigen hausfraulichen Fragen den Damen einen politischen Artikel gespickt mit Fehlern vorlas. Es galt, die Fehler herauszufinden. Bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten ist der sowjetische Ministerpräsident Kosygin bekanntlich auch mit dem englischen Premierminister Lyndon B. Johnson zusammengetroffen. Das Rendezvous fand im kleinen amerikanischen Städtchen Holybush statt. Zur UNO-Vollversammlung waren bekanntlich auch König Hussein von Jordanien. Also er ist nachher gekommen. Und der Präsident der Vereinigten Arabischen Republik Nasser nach New York gekommen. Auch in der Schweiz beschäftigte man sich intensiv mit den Folgen und Konsequenzen des Nahostkonfliktes. Der bekannte Thurgauer Nationalrat Walter Bringolf äußerte in einem Fernsehinterview, die Mirage hat sich in Israel außerordentlich bewährt. Es ist gut zu wissen, dass auch die Schweiz über 50 Einheiten genau desselben Flugzeugtyps verfügt. Nach den Krisentagen im Juni konnte unser Gesamtbundesrat jetzt getrost seine alljährliche Reise antreten, die ihn dieses Jahr in die Heimat seines Bundespräsidenten, also ins schöne Obwaldner Land, führte. Ja, Milena von Bello, Arztfrau, Bernerin und Mutter von 2 Kindern, hatte gut lachen, denn sie gewann den Wettbewerb.